Tag. Heute ist der 1. Juni, der Sommer ist da. Also auch hier die Blüten, allen geht's gut. Und ich komme gerade aus Linz zurück, wo ich am 29. oder wir am 29. die letzte Vorstellung hatten. La Dernière. Und ich bin so dankbar erstmal die Leute, die reingekommen sind. Und wir haben ja ungefähr 8000 Zuschauer gehabt. Ich bin sehr, sehr dankbar und diese Arbeit war für mich also sozusagen der Aufenthalt in einer doch fremden Stadt im Hotel. Und also es war teilweise sehr schwierig, also so körperlich anstrengend. Und ich möchte, das ist doch typisch, oder? Wann immer wir miteinander, Sekunde, ja? Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu lang bei der Pause. Also, ich habe immer zu den Arbeitsanforderungen, also zu dem Textlernen und die Szenen verstehen und sich dem Text des Autoren annähern, den anderen Schauspielern gerecht werden, sich selbst. Das ist eben ein komplizierter Prozess, der aber absolut dem Leben entspricht. Und ich würde gerne ein bisschen was, auch weil es ja über unseren Kosmetikblog geht, sagen, was ich in letzter Zeit entdeckt habe. Also was ich ganz, ganz toll finde, weil eigentlich, man kann sein Leben lang etwas lernen, auch ich über Kosmetik. Ja. Also eine Sache, die ich festgestellt habe, ist, dass wenn ich sehr, sehr viel in geschlossenen Räumen bin, wo wenig frische Luft ist, ist das, was man sagt, wirklich wichtig. Also man muss auf jeden Fall 8 Gläser Wasser am Tag trinken. Und ich habe festgestellt, dass dieses Wasser sehr viel effektiver ist und man eine viel schönere Haut bekommt, wenn das Wasser heiß und abgekocht und heiß ist. Das habe ich einmal von einer chinesischen, also traditionell chinesische Medizin, von einer Ärztin erfahren, eine österreichische Ärztin allerdings, und eine tolle Akupunkteurin, und ich würde das gerne weitergeben. Ich habe also festgestellt, und es stimmt vielleicht auch einige Leute, die zuschauen, es ist sehr wichtig, wann immer es Ihnen ein bisschen schlecht geht, auf jeden Fall ein Glas abgekochtes Wasser, was natürlich hier in diesem, also in Österreich, Deutschland, Schweiz, aber auch in Italien, ich war kurz in Italien, es ist auf jeden Fall in Europa das Wasser doch sehr viel besser als in Amerika, und so wollen wir es auch behalten. Das war das eine. Das andere ist, dass ich festgestellt habe, dass es wird ja bestritten bei vielen Leuten, aber ich glaube eben wirklich, dass Vitamine und Mineralien einzunehmen sehr, sehr wichtig sind. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, es reicht, dass man isst, aber zum Beispiel, ich bin dauernd unterwegs, ich kann gar nicht immer selber kochen. Ich kann gar nicht aussuchen, was für mich das richtige Essen ist. Und in diesem Sinne nehme ich also in der Früh, also ich nehme Vitamin D3, ich nehme vor allem B-Vitamine, weil wenn Sie wenig Fleisch essen, ist also ein Mangel Vitamin B, ist vor allen Dingen fürs Geistige sehr schwierig. Und alle Menschen, die ich kenne, die meinetwegen über 45 sind, an die 50, müssen über diese Hürde, dass man eine ganz leichte depressive Verstimmung kriegt. Und die könnte möglicherweise mit Vitamin B geändert werden. Also das ist sehr, sehr kompliziert. Sie können auch gerne nachschauen. Ich habe das in vielen Büchern geschrieben. Ich gucke dann selber in meinen eigenen Büchern auch nach, was passiert eigentlich bei Vitamin B-Mangel. Wie ist es, wenn Folsäure fehlt und so weiter. Und all diese Dinge spielen eine große, große Rolle. Es ist natürlich, man muss ein bisschen Zeit für sich selber finden und brauchen, um zu wissen, ja, was ist es, sind es jetzt meine Haare, die alt geworden sind, oder kann man sie wieder, ich zeige das mal, kann man sie wieder jung kriegen? Ja, sie können. Es geht, es geht. Also ich habe festgestellt, dass ich mit der richtigen Pflege wieder schönes, griffiges Haar bekommen habe. Weil ich hatte eine Zeit lang, als ich so erschöpft war, also nicht nur so einen kreisrunden Haarausfall, sondern auch die Haare waren einfach müde. Und ich denke, dass die Haare natürlich ein Teil des Körpers sind
und auf gewisse Weise auch ein Teil der Haut. Jetzt ist es so, dass ich meine Haut, wie wir wissen, eben mit unserem System pflege, also mit Öl reinige und mit schön, mit warmem bzw. heißem Wasser dafür sorge, dass die Zellen durchblutet werden und dass wir so eine strahlende, frische Haut haben. Es gibt auch kleine Schwämmchen. Ich werde sehen, ob wir die bei CHK anbieten können. Wir werden ja auch in diesem Jahr, was mich sehr freut, bei einem Teleshopping, einem kleinen, feinen Teleshopping-Sender wieder Sendung haben mit einer wunderbaren Moderatorin und einem wunderbaren Moderator. Ich bin sehr, sehr froh, weil ich habe jahrelang eigentlich darum gekämpft, dass ich irgendwo wieder angenommen werde, weil ich weiß, viele meiner Frauen und Männer mochten die Sendung gern, weil sie informativ sind und witzig. Also es wurde mir gesagt. Gut, jetzt kommt ein letztes, also was ich ganz, ganz wichtig finde, was ich für mich entdeckt habe, nämlich wenn ich müde wurde, also gerade im Theater, habe ich festgestellt, dass die Oberlider, ich mache das mal vor, dass man plötzlich so aussieht, statt offen. Und nachdem ich für mich persönlich ganz gegen Botox bin und das nie machen würde, also ich würde mir nie irgendwas glatt spritzen lassen, weil ich bin ehrlich gesagt, ich finde ein paar Fältchen, das schadet doch nicht, oder? Schadet doch nicht, ja. Auf jeden Fall habe ich etwas festgestellt, was ich gerne weitergeben würde. Und zwar mache ich das vor allen Dingen, also am liebsten mit dem Deep Silver, also Silver Serum, Deep Silver Serum, also irgendeines unserer, oder Biolifting, oder wir haben so kleine Fläschchen mit Fluid, ja, das geht auch mit dem Macadamia Fluid, das tragen Sie auf die Oberlider, schön auftragen und dann, wenn Sie es aufgetragen haben, nehmen Sie Ihre Fingerspitzen und zwicken ein bisschen so an den Lidern, ganz, ganz vorsichtig, ja, aber nur, und ich habe festgestellt, dass sich dadurch die Augen extrem öffnen und dass diese Hängelider davon meiner Meinung nach weggehen. Jetzt habe ich nicht besonders, weil ich habe die russischen oder die östlichen Knochen hier, die im Grunde genommen die Sachen hochhalten. Aber es ist trotzdem so, wenn ich müde bin, habe ich festgestellt, also wenn ich jetzt diese Kombination mache, vor allen Dingen mit dem Macadamia Fluid und dann nur so ein bisschen, also die Augen zu und dann vor allen Dingen im vorderen Bereich so kleine, das nennt sich übrigens Zupfmassage, aber ich habe noch nie gehört oder gesehen, dass man das auf dem Oberlid anbietet. Und nachdem die gelifteten Augen, das Oberlift, das sieht doch mal so aus. Also es geht natürlich bei manchen, sieht es ganz toll aus. Wenn sie Hängelider haben und es stört sie, Entschuldigung, ein Haar, okay. Wenn sie Hängelider haben und es stört sie, lassen sie es wegmachen. Bei mir, ich habe die Augenbrauen doch sowieso schon so hoch. Das würde wahrscheinlich so aussehen, das möchte ich. Okay. Also, das war jetzt ein Blog. Ich wollte aber noch etwas zeigen, weil ich mache ein Buch, das heißt Indiskret und Schwindelfrei. Es ist eigentlich ein Buch, das ich für meine Enkel angefangen habe, weil ich wollte gerne wissen, dass ihre Enkel nicht von anderen Leuten hören, wie das Leben von ihrem Großvater war und von mir, wie wir uns kennengelernt haben, warum die Ehe auseinandergegangen sind, warum ich seine Kinder und seine Spuren eben trotzdem so liebe und schätze. Das wird immer so als Sentimentalität aber ich bin wahnsinnig sauer auf ihn, dass er die Kinder enterbt hat. Aber ich finde, also ich sehe Tony Curtis in unseren Enkeln, auch in unserem Urenkel. Ich sehe die Begabung bei beiden Enkeltöchtern oder wahrscheinlich allen dreien. Aber ich kenne eben Dido und Lizzie besser und natürlich Raphael auch, der wunderbar zeichnet, genau wie sein Großvater. Und diese Teile liebe ich und ich finde, es ist sehr, sehr wichtig für uns, wenn wir schon jetzt nicht nur über Kosmetik reden, sondern über das Leben an sich. Es ist sehr, sehr wichtig, dass man etwas findet, was man liebt. Ich halte das übrigens für das ultimative Gesundheitsmittel. Etwas lieben ist sehr, sehr wichtig. Also es kann eben auch ein es kann eben auch ein Ex-Mann sein, der die Kinder enterbt hat. Egal, wissen Sie, im Laufe der Ewigkeit zählt das alles nicht. So, jetzt wollte ich noch mal was zeigen. Und zwar habe ich eben, also als ich das Buch vorbereitet habe, habe ich sehr viele
alte Fotos so sortiert, weil, also es geht jetzt nicht da um meine Filme, sondern ich beschreibe nur, welche Leute ich in den Filmen kennengelernt habe. Und zum Beispiel hier ist der veruntreute Himmel, da war ich 14, also da war ich in Deutschland eigentlich schon entsorgt als Kinderstar und habe kurz danach angefangen, diese Karriere in Italien zu machen. Jetzt halte ich das mal vor die Kamera hier. Also ich hoffe, man sieht es. Also ich guck mal selber. Ah ja, das ist Werner Bockelberg, der danach der berühmteste deutsche Fotograf geworden bin. Und das bin ich. Jetzt zeige ich mal ein Foto. Das bin ich 50 Jahre später. Also wenn man das, natürlich sehe ich älter aus, ja, ohne Frage. Aber die Gesichtsform hat sich eigentlich nicht so verändert. So, jetzt zurück zu meiner Gymnastik und zu meiner Kosmetik. Also wichtig ist es, jeden Tag zu turnen. Ich halte das für unglaublich wichtig. Sie müssen nicht viel machen, aber ein bisschen was auf jeden Fall. Und dann eben die Gymnastik fürs Gesicht. Das ist unser Ritual, das Waschritual, dass ich eben mit diesem Klopfen, wo alle Leute sich amüsieren, sage ich mit dem Klopfen, wie verrückt. Ja, vielleicht ist es verrückt, aber es hilft. Okay, also das war's für heute. Ich wollte jetzt wieder mal einen Blog machen, weil das Wetter schön ist. Ich werde ja bei der CHK-Seite sehr, sehr gut betreut. Es sind wunderbare junge Frauen, die eben die Fragen weiterleiten, sie dann bearbeiten, wenn ich irgendwelche Kommafehler mache und so weiter. Also wir sind ein Team, das ist das CHK-Kosmetik-Team. Und ich danke auch den Damen, weil sie ja den Chip immer sehen. Ich danke Ihnen sehr und jetzt nach dem Theater können wir verstärkt in den nächsten Monaten wieder Öffentlichkeitsarbeit machen. Das heißt Blogs und das heißt, ich werde nämlich bei Manu Lenz TV sein. Also der Vertrag ist schon verhandelt. Ich finde sie eine fantastische Frau. In ihrem, also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das sagen darf, aber sie ist wirklich, das ist so richtig ein Amazonengeschäft mit sehr interessanten Frauen, aber auch ein paar ganz tollen Männern. Und ich war schon einmal dort auf der Beauty Couch. Das hat mir großes Vergnügen gemacht und ich bin wirklich über wenig Dinge glücklicher, als dass ich jetzt wieder in einem feinen, kleinen Teleshopping-Sender anfangen kann und wieder für Sie da sein. Okay, tschüss.